Grüß euch bei der Sicherheitsserie von Bergwelten. Wir sind da im Gebiet Dernten-Hochkönig und heute ist unser Thema Bivakieren. Wie wir in die Situation geraten sind, ist ganz klar ein Fall für zwei. Bevor man das Biwak beginnt, ist es wichtig, dass man einen sicheren, vor allem einen lawinensicheren Platz auswählt. Und dass man schaut, dass der Platz windberuhigt ist, dass man dann in der Nacht kein Problem kriegt. Idealerweise ist er ganz leicht geneigt, damit die kalte Luft abfließen kann. Und wir suchen uns eine Stelle, wo eher mehr Schnee ist. Das macht die Arbeit einfacher und auch schneller. Das Erste, was wir machen, ist, nachdem man den Platz ausgewählt hat, dass man mal den Grundbereich, die Grundfläche festtritt. Und das zeigen wir euch jetzt. Okay, das schaut schon recht gut aus. Als nächstes müssen wir die Ausrüstung, die wir zum Bau des Biwaks brauchen, aus dem Rucksack herausnehmen. Das ist die Schaufel, Sonde, Biwaksack und ganz wichtig, ein Wechselgewand und was Heißes zum Trinken. Weil während dem Bauen sind die Rucksäcke hier eingegraben und wir kommen dann immer hin. Und das machen wir jetzt. Die notwendigen Rucksäcke werden auf einen Haufen zusammengelegt und anschließend mit dem Biwaksack abgedeckt. Von allen Seiten wird jetzt Schnee darüber geschüttet und zwar so lange, bis ein Schneehaufen entsteht, der so groß ist, dass alle Leute darin Platz finden. Das Gute am Panzerknacker-Biwak ist, dass man ihn bei wenig Schnee machen kann, dass er auch bei allen Schneearten funktioniert und dass man eine enorm gute Wärmeleistung hat. Mit der Sonde werden die Rucksäcke geortet. Anschließend gräbt man zur Sondenspitze hinunter und holt die Rucksäcke heraus. Wenn die Rucksäcke heraus sind, kriecht man in diese kleine primäre Höhle hinein und versucht sie so gut als möglich nach allen Seiten zu erweitern. Das Panzerknacker-Biwak ist jetzt fertig. Wir haben uns die warmen Sachen angezogen und jetzt geht's ans Einrichten. Wir haben uns jetzt herinnen gemütlich gemacht, haben uns auf die Rucksäcke gesetzt und haben drunter eine Rettungsdecke, die uns Wärme spendet. Die Kerzen hilft auch, dass es warm bleibt und können die Nacht so sicher gut verbringen. Ein bisschen was zum Essen und Trinken haben wir auch noch. Das heißt, so schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Und wir sehen uns nächste Mal beim Sicherheitstipp für Bergwelten.